Ihr lieben Freunde meines Kanals, willkommen zurück zu The Medium. Und wir sind, wie ihr sehen könnt, mittlerweile im polnischen Forst angekommen, bei einer Begegnungsstätte für das arbeitende Volk ehemals, wie man sehen kann. Denn das Gebäude, der Eingang scheint hier schon ziemlich hinüber zu sein. Ich glaube, hier lebt und arbeitet keiner mehr. Was natürlich bedeutet, dass wenn es hier noch andere Personen außer Marianne, also unseren Hauptcharakter hier geben sollte, dann ist das auf jeden Fall alles sehr spooky. Und ich merke das auch schon, ich bewege mich hier und der Controller reagiert auf irgendetwas. So, ein Blick auf die Karte verrät uns, hier wurde Vandalismus betrieben. Wie wir sehen, dass es hier Toiletten gibt und einen Pfad für Touristen und Paddelboote und andere Dinge. Auf jeden Fall gibt es hier einen großen See und das erinnert mich auch daran, dass im Intro des Spiels ja genau da ein Mädchen erschossen wurde. Wir befinden uns aller Wahrscheinlichkeit nach hier bei 1 beim Parkplatz. Glaube ich zumindest. Es würde Sinn ergeben. Da oben ist ein Warnschild, das ist auf jeden Fall immer ein Zeichen für Sicherheit. Und hier ist ein Schloss. Tja, allerdings ist es versiegelt, beziehungsweise verriegelt. Also komme ich da so nicht rein. Aber hier steht die Tür offen. Die Einladung ist praktisch ausgesprochen. Ist das eine Matratze? Wohnt hier jemand? Eine Karte. Niva lässt grüßen. Liebe Grüße aus Niva. Du würdest es hier lieben, Schatz. Es gibt eine tolle Kindertagesstätte und einen kostenlosen Malkurs. Hier sind viele Familien und das Hotel ist riesig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich wünschte, du wärst hier. Ich vermisse dich. F. Wer auch immer F ist, hat eine Karte geschickt, die anscheinend nie angekommen ist, die nie den Ort ihrer Bestimmung erreicht hat. Und zugleich frage ich mich, warum hier Koffer mit Utensilien von anscheinend Reisenden sich hier befinden. Von Gästen, möchte ich meinen. Kann man hier drüber? Nö, kann man nicht. Aber wie ihr sehen könnt, reagiert hinten schon mal der Mülleimer, wollte ich sagen, die Mülltonne da hinten, die reagiert. Sprich, da sollte ich gleich nochmal ran. Aber vorher kann ich unten mir nochmal den Koffer genauer anschauen. Anscheinend nicht. Hallo? Thomas? Okay. Ist das ein Zombie? Ist das ein Zombie, Leute? Okay, ich fühle mich richtig sicher hier. Das wird ein schöner Urlaub in einem absoluten Traumhotel. So, kann ich eigentlich schneller laufen? Gibt es eine Option zu rennen? Nö, es gibt keine Option zu rennen. Aber hier ist... Ah ja, über die Mülltonne kann ich aufs Gelände. Und lass mich raten, ich komme so nicht nochmal zurück. We're gonna have to do better than that. Dafür, dass ich hier erwartet werde. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses, you know, the usual. Ja, das Übliche, ein Massaker, altes Übel, man kennt es. Was haben wir hier nochmal? Eine Karte, diesmal ohne Schmierereien, aber trotzdem nicht wirklich informationsgiebiger. Ich finde es wirklich schön, wie der Hintergrund gestaltet wurde.
Ich meine, ja, das Spiel sieht nicht Next Gen aus, das muss man sagen. Ich glaube, es ist auch für die ganz normale Xbox verfügbar. Bitte verhaftet mich nicht für diese Aussage. Ich glaube es zumindest. Und wir können jetzt auch rennen, by the way. Aber es sieht ganz nett aus. Es hat so eine schöne, ruhige Art, das mag ich. Obwohl das bestimmt später noch schneller und heftiger wird. Ja, wir sehen übrigens hier schon ein Automobil, der, ja, ich würde sagen, aus der Zeit des Kalten Krieges, das könnte ein alter Dacia sein. Wer weiß es schon? Wer kennt sich aus mit polnischen Automobilherstellern? Gab es überhaupt polnische Automobilhersteller? Ich glaube, Dacia kam aus Rumänien oder Ungarn oder kommt sogar noch daher. Hier haben wir doch gerade noch jemanden rumschleichen sehen. Versteckt er sich da unten in dem Rohr? Im Übrigen, ich habe ja in der letzten Folge davon gesprochen, dass Biopsien am Herzen durchgeführt werden. Das stimmt natürlich nur zum Teil, denn sie werden auch an anderen Stellen des Körpers durchgeführt. So auch am Kopf. Denn ich glaube, das war aus der Kopfwunde von Jack zu erkennen. Wenn man zusammennimmt, dass er eine Biopsie hatte und Ultraschall und eine Operation hatte, an der er wahrscheinlich auch gestorben ist, glaube ich, dass der arme Mann einen Gehirntumor hatte. Deswegen auch dieses Loch im Kopf, was er in der Vision hatte. So. Ich finde es übrigens toll, dass wir uns schon jetzt vom eigentlichen Pfad entfernt haben und hier irgendwie durch die Büsche schleichen. Also das, sieht alles sehr sicher und einladend hier aus, so im Wald. Jetzt haben wir hier ein Loch im Boden. Kinderlachen war zu hören und ich soll wieder Einblick erhalten. Hello. Ah ja. Gut, wir sehen hier Spuren. Kann man die auch noch analysieren? Diese Spuren führen hier in den Wald hinein. Ich meine, Mary Ann weiß ja über ihre Fähigkeiten Bescheid. Sprich, sie wird sowas nicht zum ersten Mal erleben. Hier war irgendwas Rotes. Da ist was Rotes. Das scheint auch normal rot zu sein. Okay. Ich dachte vielleicht, das ist jetzt nochmal ein spezieller Hinweis oder so etwas. Ich meine, wenn hier ein Kind barfuß langgelaufen ist, na holla die Waldfee, wird sich ganz schön die Fußsohlen aufgerissen haben. Hier im Unterholz. Hier verlieren sich gerade die Spuren. Aber ich soll hier wahrscheinlich folgen. Ah, was haben wir hier? What's this? T plus K, T und K, also ja, eine typische Verewigung eines Liebespärchens, die 1968 hier gestanden haben. Ja, ein T und eine K und beide dachten sich, yay, wir verewigen uns mal hier. Das hat man früher öfter gefunden in Wäldern. Oder eher so in Stadtparks. Hm.
Hier ist auch nochmal ein Zeichen. Aber ich kann hier nichts sehen. Ich frage mich ja, ob das Spiel zum Erkunden einlädt oder ob es dann eher so linear gestaltet ist. Da ist schon wieder so was Rotes. Unten am Baum. Was haben wir denn hier? Schaut euch das mal an. Okay, ein altes Fort. Das sieht aber aus, als ob das wirklich schon seit Ewigkeiten verlassen ist. Also nicht erst seit 10 Jahren oder so. Das sieht ja aus wie zu Kriegszeiten gebaut und dann danach, ja, Ruhe in Frieden. Warnung! Aufgrund der kürzlich ausgegrabenen Gebeine wurden die Renovierungsarbeiten bis zur archäologischen Untersuchung ausgesetzt. Okay, Gebeine wurden hier gefunden. Gemeine Gebeine, aber von wem? Finden wir das noch heraus? Ich hoffe doch. Zuvor will ich aber alles nochmal untersuchen. Da liegt eine Menge Geäst auf dem Haufen. Das sieht dann schon mal gleich direkt nach Blair Witch aus. Wobei Blair Witch ist ja echt auch so eine ziemlich verhunzte Geschichte, oder? Ich meine, der erste Kinofilm war eine interessante Idee. Der zweite war typischer Teenie-Horror. Ich finde ihn aber besser, als die meisten ihn finden. Die Spiele waren alle grottig. Das Spiel, das vor 1-2 Jahren rauskam, war auch grottig. Ja, das ist richtig geil, ne? So, da kann man sich so wunderbar dran alles aufreißen hier an diesen Stahlstreben. Das sieht so richtig sicher aus. Okay, hier scheint gerade irgendwas abzugehen. The split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Ah, okay. Das hat jetzt ein bisschen was von Silent Hill, so diese Alternativdimension. Nur, dass wir jetzt hier wirklich in beiden Welten gleichzeitig unterwegs sind. Wobei mich das von der Optik auch an das, an die Anderswelt aus Stranger Things erinnert, an das Upside Down. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich gucken. Wir können nämlich... Ach so. Okay, also... Ich bin mal gespannt, wie sich das so spieltechnisch dann darstellt. Ah, ich habe hier ein verschlossenes Tor. Und bei ihr ist da nichts. Dafür habe ich hier einen Sicherungskasten. Muss da... Achso, wie muss ich A drücken für meine Welt hier? Und X dead. Drücken. Like everything else in the... Okay. Deutet. Okay, wahrscheinlich da oben durch das Tor komme ich nicht durch. Ja, not getting through here. Not with the power out. When you exist in two realities, you're affected by either. I'd learned that the hard way. The place felt old and soaked in misery.
figures, I guess. 1,000 years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world? Habe ich Energie aufgenommen? Mache ich damit jetzt den Stromkasten wieder fit? Schaut mal da hinten, das sieht ja, wo wir gerade die Energie hergenommen haben, das sieht aus, als wären da ganz viele Leute. So eine Legion. In any case, I figured I could use it. Energy's energy, right? Whew. So that worked. Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Okay, also eine kurze Demonstration unserer Kraft. So there I was, existing in two worlds, but never really living in either. Achtung, Brandgefahr. Oh, what happened to you? Totes Reh. Warum auch immer das nur abgestochen wurde oder erschossen wurde oder keine Ahnung was wurde und dann hier zum Sterben zurückgelassen wurde. Der Wald sieht echt schon ziemlich echt aus. Also, das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Tolle Optik. Okay, hier gabelt sich der Weg. In welche Richtung werde ich mich zuerst verlaufen? The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Das sieht doch hier nach Spaß und Erholung aus, möchte ich meinen. Aber lass mich noch mal zurück. Ich will noch mal schauen in die andere Richtung. Komme ich da noch mal hin? Hm.
Schade, ich glaube, ich komme jetzt erstmal gerade nicht zurück hier. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, denn ich glaube eher, dass wir diesen Ort erreichen sollten. Ganz schön großläufig hier das alles. Was ist das denn da? Geht's jetzt rein in dieses ihr krankenhausartige Gebäude? Dann habe ich echt Silent Hill Flashbacks. Ich habe sowieso gerade die ganze Zeit Silent Hill Flashbacks. Weite Horizonte, das Buran-Programm. Das neue sowjetische Raumschiff steht kurz vor dem Start. Mobile Satellitentelefone, die Zukunft der Kommunikation. Weltweite Ausrottung der Pocken, die größte medizinische Errungenschaft unserer Zeit. 1993, Ausgabe 2. Erde 2. Immerhin zum Preis von 12.000 Slotti. Keine Ahnung, wie viel das in D-Mark oder Euro wären. Hey, Oldtimer. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Merkt ihr das? Diese Orte, wo es etwas zu finden gibt, die sind markiert. Hier zum Beispiel mit einem Schmetterling. Doubling as a spare bedroom, apparently. Hope you don't mind if I, pop your trunk. Okay, nochmal eine Karte. Meine Liebe, der Sommer ist in vollem Gange. Das Resort ist zum Bersten gefüllt. Und du weißt, was das bedeutet. Mehr Arbeit für meine Wenigkeit. Aber es ist gute Arbeit. Ehrliche Arbeit. Mr. Rekovic sagte, er würde mich gerne behalten. Kannst du das glauben? Ich werde es nicht vermasseln. Nicht dieses Mal. Versprochen. F. Ja, wer ist F? Und wieso finden wir die ganze Zeit Postkarten von ihm? An übrigens eine gewisse Josephine Wetschniak. Und er hat wohl in seinem Auto gewohnt. Ist ja, Mann, richtig toll hier. Ein Ersatzrad. Was haben wir hier? Ein Schraubenzieher. Gut, den hätte ich bestimmt gleich für... Au! Shit! What the hell? Okay, lass mich raten. Ich habe die Hupe nicht bedient. So, den Schraubenzieher brauchen wir gleich hundertprozentig für irgendwas. Ich mag das langsame Pacing des Spiels total. Es hat wirklich sehr viel von Silent Hill. Niva Resort. Einweihung Sommer 1969. Der erste Sekretär der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, Genosse Wladyslaw Gomulka, ehrte Krakau und nahm an einer offiziellen Einweihung des Niva Resort
dem neuen sozialistischen Freizeit- und Erholungszentrum teil. Die Arbeiterklasse Kleinpolens hat endlich einen Ort, an dem sie die Zeit mit ihren Familien im Schoß der Natur verbringen kann. Das Hauptgebäude und der Unterkunftsbereich sind komfortabel und doch so einfach wie die sozialistische Idee und Philosophie. Besonderer Dank gilt dem Architekten, dem zukünftigen Manager und engagierten Parteimitglied Mr. Rikovic, ohne den der Entwurf und Bau des Niva Resorts nicht denkbar wäre. Der 25. Jahrestag der Gründung der Polnischen Volksrepublik. Ich muss mal fragen, ist Blooper Team oder Blooper Team, so heißt ja der Entwickler, ist es ein polnisches Studio? Ich weiß nicht, ob ich schon mal was von denen gespielt habe. Also bisher macht es Laune, habe ich ja jetzt schon einige Male gesagt. Da klingelt just das Telefon. I'm here. No, there's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. I'm here. No, trust me, yes. It's only a matter of time. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Seid ihr bereit für die Höhle des Löwen? Seid ihr bereit für diese wunderbare Ferienanlage? Hello? Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way. Kann ich die Kette? Nö, da habe ich nicht mal mehr eine Option. Und ich muss schon wieder einen anderen Weg finden, um mein Ziel zu erreichen. I think there's a broken window up there. If only I could reach it. Ha! Gut, dass ich den Schraubenzieher gefunden habe. Und hier ist auch schon wieder ein Schmetterling. So began the great dumpster heist of 1999. Okay, das Ding kann ich mir dann da vorne hinschieben gleich. Achso, das ist ein Stück Holz. Ich würde schon sagen, was ist das denn für ein Kadaver hier? Achso, ich dachte, wir wären jetzt schon drin, aber nein, das ist hier tatsächlich nur sozusagen das Müllhaus. Na gut, dafür gibt es hier immerhin einen großen Müllcontainer. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. Oh, das war knapp. Ah.
So. Jetzt sind wir im Hotel und finden blutverschmierte Sachen. Oh, okay. Angstschreie, Menschen in Panik. Ehrlicherweise nicht das, womit ich gerechnet habe. Okay. So it's true. The Neva Massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Thomas. Ja, vorhin haben wir ja am Baum 1968 das Herz gefunden. T und K. Könnte das T für Thomas stehen? Ich meine, möglich wäre es ja. Oh. Eine große Mosaikwand oder so ähnlich? Hello? Anyone? Thomas? You there? Frühling, Nachrichten, Informationen und praktische Ratschläge für die moderne Frau. Die Quelle der Vorväter, ein literarischer Bestseller von Joanna Kimlelewska. Leserfragen, Experten antworten, 10 Nähtechniken für modische Röcke. Na Mensch, das sieht schon irgendwie sehr, sehr creepy aus. Travel in Style, Travel in Comfort. Reise mit Stil, Reise mit Komfort. In einem Bus. Schuss. Gut, die Treppe nach oben hat sich dann wohl erstmal erledigt. Die können wir zwar noch nehmen, aber ja, sie findet ein jähes Ende. Aber zum Glück gibt es hier noch einen Fahrstuhl. Der aber nicht in Betrieb zu sein scheint. Was gibt denn die Rezeption so her? Ein Gästebuch vielleicht? Sinners be damned. Sündiger werden bestraft. Oder verbannt. Nee, bestraft er. Where is Mike Anslin? Wo ist Mike Anslin? Hotelregister. Kowalski, Brunon, Smok, Hila, Halina, Maura, Victoria, Celaccio, Boris. Kann ich mich hier dahinter schleichen? Ein Radio. Aber anscheinend gibt es hier hinten nichts zu finden. Vivienne. Ui, der Star des Bolschoi-Theaters. Oh, ist das auch mit Blut beschmiert? Es sieht aus, als wäre das hier mit Blut beschmiert. Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell.
You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm Sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes! So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Marianne. Wait. I can't go that way. Damn. There somehow. Ja, das ist natürlich blöd. Wie kommen wir jetzt da am besten nach oben, ihr lieben Leute? Ich würde sagen, das finden wir heraus in der nächsten Folge von The Medium. Ja, ein kleines Mädchen haben wir hier kennengelernt. Sie nennt sich Trauer. Scheint gar nicht so traurig zu sein, auch wenn sie allen Anschein nach tot ist, aber sie hat uns einen Tipp gegeben in der zweiten Etage. Da finden wir vielleicht Thomas und das, ja, ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Hinweis. Dem gehen wir nach, wie bereits gesagt, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen. Ich finde das Spiel super spannend und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Freue mich auf eure Kommentare. Vielen lieben Dank und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.